Weiterhin, und das ist jetzt das Spannende, wenn es um die Tagesordnung geht, liegen mir drei Eilanträge vor. Ganz allgemein möchte ich dazu anmerken, dass alle Stadträte und Stadträte und auch die Öffentlichkeit ein Recht darauf haben, ordnungsgemäß, das heißt auch frühzeitig, über Verhandlungsgegenstände informiert zu werden. Die Tagesordnung kann daher nur ohne Frist erweitert werden, wenn ansonsten nicht wieder gut zu machende Schäden für die Landeshauptstadt Dresden entstehen würden. Und ein bisschen überrascht bin ich über die Eilantragsflut, weil ich dachte, mit mir hier oben sitzt weitestgehend der überwiegende Teil des Stadtrates vertreten. Insofern gestatten Sie mir Anmerkung zu diesen drei Eilanträgen, die ich, um dem schon mal vorzugreifen, alle drei heute nicht zulassen werde. Mir liegt ein Eilantrag der CDU-Fraktion, mit dem ich zur Bekämpfung der Kriminalität am Wiener Platz beauftragt werden soll. Der Antrag mit 8 Unterpunkten wurde Ihnen ausgereicht. Es ist aus dem Antrag jedoch nicht ersichtlich, warum dieser heute ohne Einhaltung der Ladungsfrist und ohne, dass sich alle Mitglieder des Stadtrates und die zuständigen Ausschüsse mit dem Inhalt befassen konnten, behandelt werden muss. Ich werde den Antrag daher in die Ausschüsse überweisen und ihn, wie hilfsweise beantragt, auf die Tagesordnung des Stadtrates am 17. März 2016 setzen. Mit einem weiteren interfraktionellen Eilantrag soll ich beauftragt werden, den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Kindertagesstätten unverzüglich vorzulegen. Erstens werde ich das natürlich tun. Der Wirtschaftsplan befindet sich in der finalen Abstimmung. Und zweitens gibt es keinen Grund unter Verstoß gegen die sächsische Gemeindeordnung, diesen Punkt ohne ordnungsgemäße Ladung und ohne Vorbehandlung im zuständigen Eigenbetriebsausschuss, in dem die Sachfragen behandelt werden können, auf die Tagesordnung zu setzen. Der Antrag wird daher von mir auf ordnungsgemäßen Weg in die Gremien überwiesen. Ein dritter interfraktioneller Eilantrag befasst sich mit der Fortführung der kommunalen Bildungsberatung. Diese endet, wie auch den Antragstellung seit der Beschlusskontrolle zum Antrag A001114 seit dem 13.01.2016 und damit seit 6 Wochen bekannt ist, am 31.03.2016. Es ist zwar bedauerlich, dass eine Lücke der Fortführung des Projektes oder eine lückenlose Fortführung des Projektes sicherlich angenehmer wäre, dies aber kein Grund, ohne Einhaltung der gesetzlichen Ladungsfristen und ohne eine ordnungsgemäße Vorbereitung in den Ausschüssen, hier überall eine Entscheidung mit finanziellen Auswirkungen zu treffen, weil wir hatten ja gerade eine Sonderfinanzausschusssitzung, wo wir weiterhin wieder zusätzliches über den Haushaltsplan hinausgehendes Geld zur Verfügung stellen sollen. Wir werden den Antrag daher am 17. März 2016 ordnungsgemäß im Stadtrat behandeln. Und gerade bei diesem Punkt ist von Anfang an von uns darauf hingewiesen worden, dass wir da einen Fördermittelantrag haben, den wir, solange wir auch die Fördermittel bekommen, ordnungsgemäß ausführen. Wenn die aber mal auslaufen, muss auch das Projekt dann auslaufen. Und dann ist immer das Problem, dass der Bundeszuwendungsgeber Thematiken nicht anschiebt, sich aber dann außer Nachhaltigkeit verabschiedet. Und das ist hier in diesem Fall auch der Fall. Insofern, wie gesagt, werden alle drei Eilanträge von mir heute nicht auf der Tagesordnung zugelassen und gehen ganz normal in den Geschäftsgang.